Das Lahn-Marmor-Museum mit Rudolf Konrads in Persona hatte zur ersten Pressekonferenz im neuen Jahr geladen. Grund war die Präsentation der neuen Sonderausstellung Faszination Kalk. Das Lahn-Marmor-Museum ist jetzt das dritte Museum, wo sie in der neuen Form präsentiert werden kann. Und dafür auch herzlichen Dank, dass das möglich ist. Und wir unterstützen hier auf diese Weise gerne auch die regionalen Museen. Konzipiert und entwickelt wurde diese Wanderausstellung vom Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie. Ja, wir wollen mit der Ausstellung die Begeisterung, die wir für Kalk haben, für den Kalk als Anwendungsstoff, den wollen wir weitertragen in Schulen, in die breite Öffentlichkeit. Und das Lahn-Marmor-Museum ist eine ideale Grundlage, um unsere Ausstellung hier vor Ort in einer Kalkregion präsentieren zu können. Calciumcarbonat, besser bekannt unter dem Namen Kalk, begegnet uns täglich in den unterschiedlichsten Formen und Produkten. Statistisch gesehen nutzt jeder Bürger täglich 5,5 Kilogramm ungebrannten und 250 Gramm gebrannten Kalk in den unterschiedlichsten Erzeugnissen des täglichen Bedarfs. Da der Lahnmarmor und der Kalk nicht nur eine identische chemische Formel haben, sondern auch hier bei uns im Lahntal abgebaut wurden und werden, bot es sich an, im Lahnmarmormuseum eine Sonderausstellung Faszination Kalk vom 9. März bis zum 23. Juni diesen Jahres zu zeigen und Kalk in all seinen Facetten vorzustellen und mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Die Ausstellung gliedert sich in die Bereiche Rohstoffe, in den Bereich Anwendungen und in den Bereich auch vor allem Umwelt und Biodiversität. Kalksteinbrüche sind ein Hort für Biodiversität, für seltene Arten. All das wird gezeigt durch klassische Exponate, aber auch durch digitale Unterstützung bis hin zum QR-Code und einer Internetseite, wo ich dann weitergehende Informationen abrufen kann. Junge und jung gebliebene, neugierige Forscher können in der Lernwerkstatt mit dem Rohstoffkalk die unterschiedlichsten Experimente und Versuche selber durchführen. Ja, wir bieten zum einen Schulmaterial für die Schulen, was im Unterricht verwandt werden kann. Wir bieten aber auch hier ganz konkret Versuche an. Sie können selber beispielsweise einen Kalksandstein backen, der auf Grundlage von Kalk und Sand und Wasser geformt werden kann. Der kann hier vor Ort gebacken werden und Sie können ganz praktisch die Anwendung erleben, die Kalk bietet. Zudem wird die Firma Schäferkalk hier in der Region Führungen im Werk anbieten, in den Steinbrüchen anbieten, sodass Sie die gesamte Entstehungskette des Kalksteins bis zum Kalkprodukt nachvollziehen können. Die Firma Schäferkalk ist ein großer Unterstützer des Lahn-Marmor-Museums und ist zum Thema Kalk im täglichen Leben mit einer kleinen Dauerausstellung im Museum präsent. Zum einen ist natürlich die Verbindung in der Region. Das Lahn-Marmor-Museum ist hier in Villmer entstanden. Villmer oder das gesamte Lahn-Gebiet ist bergbaulich schon seit Jahrhunderten aktiv und der Kalkstein ist hier untrennbar mit verbunden. Und genauso ist natürlich auch unser Unternehmen seit annähernd 160 Jahren hier in der Region aktiv im Kalksteinabbau, in der Gewinnung und Verarbeitung von Kalkstein. Und insofern spielt das wunderbar Hand in Hand. Um den Schulen und Schülern den Zugang zum Thema Kalk zu erleichtern, hat Dr. Kai Schäfer zugesagt, den ermäßigten Schülereintrittspreis von 3,50 Euro mit jeweils 2 Euro zu unterstützen, sodass Schüler zu einem Eintrittspreis von nur 1,50 Euro die Sonderausstellung besuchen können. Natürlich liegen uns insbesondere die Schulen am Herzen, weil hier erfahren wir immer eine große Neugier und einen großen Wissensdurst. Die Schüler wollen auch erleben, wollen sehen, was mit diesen Produkten passiert. Letztendlich auch daher kommt, so ein Kalkwerk ist ja relativ prägnant und groß und daher die Neugier, was passiert eigentlich dort. Und um hier auch den Schülern oder einer großen Anzahl von Schülern die Möglichkeit zu geben, diese Informationen aufzunehmen, diese Ausstellung anzuschauen und dies zu erwarten oder dies zu erfahren, unterstützen wir die Schüler hier sehr gerne und werden einen Teil des Eintrittsgeldes für jeden Schüler, der hier diese Ausstellung besucht, übernehmen. Dr. Michael Jung vom Staatlichen Schulamt hörte diese Worte sehr gerne und versprach seinerseits, allen 154 Schulen in seinem Verantwortungsbereich diesen externen Lernort wärmstens zu empfehlen. Dass jetzt Herr Konrads auch die Verbindung hergestellt hat hier zur Schulbehörde, hat uns natürlich besonders gefreut. Wir haben seit Jahren einen Schulordner, um das Thema Kalk vor allem in der
Sekundarstufe 1 präsentieren zu können. Und umso mehr das natürlich von den Schulträgern, den Schulen auch unterstützt und mit eingebunden wird in die Kommunikation mit den Schulen, umso nachhaltiger können wir natürlich hier wirken. Ergänzend zur Ausstellung gibt es beim Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie ausführliches Lehrmaterial und eine dreisprachige Schul-DVD mit einem Film inklusive ergänzendem Unterrichtsmaterial, welche man downloaden und kostenlos anfordern kann.